Hallöchen, meine Damen und Herren. Die Volvos sind weiterhin fleißig. Es scheinen jetzt im Moment handpicked Buns rauszugehen an Case Farming Accounts und es wird an einem weiteren Spiel gearbeitet. Das ist ja schon eine recht alte Info, also zumindest schon ein paar Monate alt. Und man wusste da nicht so genau, handelt es sich da vielleicht einfach nur um Dota-Inhalte oder Counter-Strike-Inhalte, die da gerade vermischt werden oder von den Data-Minern nicht richtig gelesen werden. Doch jetzt melden sich sogar Tester des neuen Spiels zu Wort und zeigen auch Screenshots. Und das Ganze wirkt, zumindest für mich, wie ein Riesentroll. Aber gucken wir uns die Sache mal in Ruhe an. In Wurst sind Vitamine drin, in Leberwurst, in Schinkenwurst. Und Erdbeerkäse. Bereits vor 9 Monaten kam von den Volvinis diese Anfrage, dass man sich ja bei ihnen per Mail melden kann, wenn man solche Case-Farming-Lobbys finden sollte. Natürlich mit den notwendigen Infos. Und dann gucken sie da rein und taken Action. Und diese Action scheint aktuell gerade wieder durchgeführt worden zu sein. Hierzu wurde Gameplay von einem Spieler veröffentlicht, der auf so eine Lobby getroffen ist. Und dieser hat festgestellt, dass immer, wenn er auf einen der Mitspielenden klickt, also ihn spectatet, dass diese Person oder der Bot dann einfach stehen bleibt. Das ist ihm bei jedem einzelnen Spieler aufgefallen, der in der Lobby hier rumgetingelt ist. Wenn man nicht zuschaut, läuft er rum. Wenn man zuguckt, hört er sofort auf zu laufen. Diese Infos wurden dann weitergereicht und sie da schon folgten die Buns auf dem Fuße, aber wohlgemerkt direkt Wackbuns und nicht irgendwie ein Timeout oder sowas. Diese Wackbuns sollten also mehr oder weniger von Hand vergeben sein, weil es nach wie vor ja Bot-Lobbys gibt, die aber eben noch nicht reported wurden und da tingeln die alle noch fröhlich rum. Also es gibt scheinbar keine automatische Erkennung, beziehungsweise die vorhanden ist mit diesem irregulären Gameplay, sorgt ja nur für einen Shadowbun, also für einen Cooldown, aber nicht für einen Wackbann. Sie scheinen hier also Wort zu halten, gucken sich die Infos an, die sie per Mail geschickt bekommen haben und bannen dann direkt richtig rein. Was natürlich eine geile Meile ist, diese ganzen Bot-Affen sollten natürlich verschwinden und gerade jetzt, wo es etwas schwieriger geworden ist mit dem Prime-Status, man kann ihn jetzt dann nicht mehr einfach verschenken, ist es auch wiederum schwieriger für die ganzen Bot-Affen, sich da wieder neue Accounts schnell mal zusammen zu schustern. Das sind also weiterhin erfreuliche Nachrichten im Kampf gegen diese Bad Actors, also Botter, Smurfer, Cheater und so weiter und so fort. Dann habe ich hier noch eine Sache, die mir aber privat zugesandt wurde, da kann ich nicht überprüfen, inwiefern das stimmt. Einer meiner Kontakte aus der Cheater-Szene hat mir geschrieben, dass er jetzt ganz frisch am 14. Mai einen Wackbann erhalten hat und zwar für einen External Cheat, in dem Falle ESP. Da geht es um die Extrasensorik, also in dem Fall zum Beispiel Wallhack und andere Geschichten. Wenn das stimmt, wäre das natürlich schön, wenn mittlerweile auch Leute mit Wallhack gebannt werden würden, aber da ist auch die Frage, war das jetzt automatisch oder wurde er reported? Dazu hat er nichts geschrieben, er hat nur gesagt, er wurde gebannt, es geht vorwärts und lirum larum. So als kleine Side-Info. Aber kommen wir jetzt zu dem relativ großen Punkt und den, wie gesagt, in meinen Augen extrem toll, wenn es stimmt, von den Volvinchen. Der gute alte Data-Miner Gabe Follower hat wieder was rausgefunden. Und zwar scheint Deadlock zu kommen, das nächste Spiel von den Wölfchen. Es war davor wohl bekannt unter Neon Prime Citadel. Dazu habe ich auch schon ein paar Mal was gesagt, aber nicht in eigenen Videos, sondern eben in anderen Videos eingebaut, so als Randinfo. Weil sich Gabe da selbst noch nicht sicher war, ist das jetzt ein eigenes Spiel oder ein Zusatz von CS2 und so weiter und so fort. Es scheint ein Competitive Third-Person Hero-Based Shooter zu sein, 6 gegen 6, große Maps, 4 Lanes, Fähigkeiten und Items, Tower-Defense-Mechanik, Fantasy-Setting mit Steampunk gemixt, magische Leute, komische Kreaturen und Roboter, sowie Fast-Traveling wie in Bioshock Infinite. Okay. Er schreibt dann noch dazu, sehr schnelles ADHD-Gameplay, also ADHD, Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom oder was? Eine Kombination aus Dota, Team Fortress, Overwatch, Valorant, Smite und Orcs Must Die. Übrigens, Banger-Game, weiß ich nicht mehr so genau. Ja, habe ich nie gespielt. Geile Sache. Und Dota, naja. Die Helden werden auf jeden Fall an Dota angelehnt. Und die Maps werden so ein bisschen wie in Half-Life, so Steampunk European Cities. Als ich das gestern gelesen habe, dachte ich, das okay, jetzt bin ich gespannt. Aber heute, vor einigen Stunden, kamen dann Screenshots von den Beta-Testern. Und da bin ich wirklich komplett vom Glauben abgefallen und jetzt kann ich auch gleich erklären, warum ich das als Riesentroll ansehe. Und mit Troll meine ich in dem Sinne nicht, das bringen die eh nicht raus, sondern, Achtung, und ich gehe da direkt zu dem ersten Bild, bei dem mir das aufgefallen ist. Guckt euch mal das hier an. Fällt euch da irgendwie was auf? Oder das hier zum Beispiel. Oder auch dieses und dieses Bild hier. Mir ist hierbei folgender Gedanke durch den Kopf gegangen. Vor ein paar Jahren, ihr erinnert euch bestimmt alle noch, kam ja Valorant und es hieß, oh, Valorant, der Counter-Strike-Killer. Ist diese Counter-Strike-Tötung eingetreten? Nein. Es hat sich herausgestellt, dass Valorant ein ganz okayes Spiel ist. Man kann spielen, es macht Spaß, lirum larum. Aber Counter-Strike-Killer beim besten Willen nicht. Und jetzt kommt es mir so vor, hier kommt dieser Troll zum Tragen, dass sich die Volvos gesagt haben, so, Valorant hat Counter-Strike nicht gekillt. Es läuft alles super. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen einen Valorant-Killer. So wirkt es zumindest. Es ist. Auf dem Bild dachte ich ganz kurz, das wäre diese Truller mit den Minen. Wie hieß die nochmal? Die habe ich gerne gespielt bei Valorant. Also ich denke, es wird sich hier zwischen den beiden entscheiden. Tja, wisst ihr, wer es wird? Race. Easy. Lady. Oh ja. Ja, aber beide. Mir kommt das so vor, als hätten sie sich Valorant aktuell angeschaut und gesagt, so, ihr habt so viel von uns geklaut,
Jetzt machen wir einfach den gleichen Scheiß bei euch. Das ist dieser, wie hieß er denn? Das ist doch der hier. Der aimt sogar in dieselbe Richtung. Also es ist, ja, naja. Natürlich weiß ich nicht, was sie sich bei der ganzen Sache denken, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie so ein bisschen smirky gucken, so ein bisschen frech, so ein bisschen so, die holen wir uns. Natürlich sind die Reaktionen und Antworten auf diese Geschichte, wenn man sich Counter-Strike anguckt, wie es aktuell dasteht, Content, hallo, nicht sehr positiv, verständlich. Ich denke, die meisten von uns würden lieber sowas lesen wie, die Volvos nehmen alle ihre 400 Mitarbeiter, wie viel sie haben, und machen die alle in Counter-Strike rein. Und kein Dota, kein, na ja, ich will nicht gemein sein, Dota Team Fortress, die wollen ja auch vorankommen, aber egal, für einen Monat sind alle in Counter-Strike drin, auch wenn sie keinen Plan davon haben, und machen irgendwas. Und selbst wenn sie denen, die richtig Plan haben, den Kaffee bringen, damit so richtig gepresst wird. Klar würde ich das auch lieber lesen, na sicher. Nichtsdestotrotz kennt man ja die Volvos und man weiß, sie machen ja Stück für Stück, langsam und ohne Kommunikation, wurschten sie vor sich hin. Von daher also, wie so oft meine Worte zum Ende, haltet durch, haltet die Ohren steif, abwarten und Tee trinken. Es wird ja zum Glück immer besser. So, Delon, jetzt lösen wir noch ein Giveaway auf. Darum Gameplay weg und Skin her. Ach, es war sogar ein Sticker. Die Loving Eyes. Mhm. Für das Giveaway sollte man mir sagen, ob man in meine Streams reinschaut oder nicht. Vielen lieben Dank für 171 Kommentare. Dankeschön. Und das, achso, ich wollte gerade sagen, der Button lädt noch, aber der ist ja da unten. Dann suchen wir uns mal den Gewinner raus. Und es ist, ich schaue deine Livestreams leider nicht. Floll. Okay. Du hast somit das Giveaway gewonnen. Bitte einmal hier unter diesem Video in den Kommentaren melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast, und dein Trade-Link, wie bereits geschehen, hier einfügen. Sehr schön. Und natürlich machen wir noch ein neues Giveaway. Heute gibt es eine Sache, die es bis jetzt noch nie in den YouTube-Giveaways gab, und zwar einen Patch. Den kann man sich da so aufkleben auf seinen Agenten. Also nicht kleben, aber halt aufnähen. Wenn ihr bei dem Giveaway mit dabei sein wollt, dann schreibt einfach in euren Kommentar, was ihr von dieser neuen Spielsache haltet. Findet ihr auch, dass das wie so ein absoluter Troll wirkt, als wenn sie sagen würden, haha, Valorant vor ein paar Jahren, Counter-Strike-Killer, und jetzt machen wir einfach einen Valorant-Killer? Oder glaubt ihr, es ist tatsächlich ein komplett ernst gemeintes und lang geplantes Spiel, vielleicht sogar schon vor Valorant, das, ja, halt einfach so ernst ist? Haut es in die Kommentare, dann seid ihr automatisch wieder dabei. Das war's dann schon wieder. Ich gehe jetzt gleich in den Livestream, wobei für euch das Video erst am Samstag kommt. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Kommt gerne dazu. Knife Giveaway läuft aktuell immer noch auf Twitch, den gesamten Monat noch. Also wer Knife gewinnen möchte, rankommen und dabei sein. Und ja, das war's. Danke. Ciao, ciao. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.